Die Flintstones. Das Franchise war doch eine der ersten großen populären Zeichentrickserien und ist einfach zeitlos. Natürlich musste es dann auch entsprechende Videospiele geben und natürlich wurde auch der kleine Handheld von Nintendo versorgt. Aber wir wissen ja, Lizenzspiele sind nicht unbedingt gut. Wie sieht es hier aus? Was taugt The Flintstones King Rock Treasure Island für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von der Taito Corporation programmiert und auch 1993 in Europa und den USA veröffentlicht. In Japan erschien das Spiel leider nie. Wie üblich ist die Hintergrundgeschichte schnell zusammengefasst. Fred findet eine Schatzkarte und macht sich natürlich umgehend auf die Suche, die ganzen Reichtümer zu bergen. Immerhin ist bald Hochzeitstag und wir wollen ja schließlich der Wilma eine Freude machen. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr steuert Fred klassisch aus der Seitenperspektive und überwindet so verschiedene Gegner und Hindernisse. Euer Bewegungsspektrum ist dabei eher auf die Basics beschränkt. Ihr könnt laufen, springen und als Waffe stehen euch Wurfäxte zur Verfügung. Letztere haben immerhin unbegrenzte Munition und so könnt ihr die Dinger gut spammen. Als Upgrade könnt ihr noch Dino einsammeln und auf ihn reiten. Damit könnt ihr dann wesentlich höher springen und die Wurfäxte fliegen in einer geraden Linie von euch weg und könnt so Gegner einfacher treffen. Kassiert ihr jedoch einen Treffer, ist Dino weg. Das verhält sich also ähnlich wie die Pilze bei unserem geliebten Klempner mit der roten Mütze. Um Gegner zu erledigen, braucht ihr immer zwei Treffer. Der erste betäubt diese nur und der zweite erledigt die dann endgültig. Dieses System werdet ihr auch des Öfteren nutzen, um die verschiedenen Hindernisse zu überwinden. Denn, wenn die Gegner betäubt sind, könnt ihr diese als Sprungplattform benutzen. So gilt es also an vielen Stellen den Gegner an der richtigen Position zu betäuben und dann den Sprung doch zu schaffen. Apropos Gegner. Das Gegnerdesign ist ehrlich gesagt eher wenig spektakulär. Je nach Level erwarten euch passende Gegner, aber große Abwechslung erwartet euch hier jetzt nicht. Mal sind es Gürteltiere und sonstige kleinere Tiere, mal Roboter. Was irgendwie fehlt, ist etwas mehr Abwechslung, was die Upgrades angeht. Dino ist zwar mal ganz cool, aber mal eine andere Waffe oder ähnliches wäre echt wünschenswert gewesen. Immerhin gibt es zwischendurch auch mal ein selbstrollendes Autofahrlevel. Auch beim Einsammelbaren bleibt das Spiel klassisch. Lebensenergie, Münzen für Extraleben und so weiter erwarten euch. Die Steuerung geht bei dem Ganzen aber grundsätzlich in Ordnung. Was jedoch schade ist, ist, dass es keine Speicher- oder Passwortfunktion gibt. Immerhin ist das Spiel aber auch nicht sehr lang. Ich habe YouTube-Videos gefunden, in denen das Spiel in 20 Minuten locker durchgezockt wird. Grafisch, naja, ihr dürft nicht sehr viel erwarten. Grundsätzlich sieht alles in Ordnung aus, aber da wäre technisch auf jeden Fall mehr gegangen. Animationen sind alle okay, aber erwartet bitte nicht zu viel. Der Sound steht da schon wesentlich besser da. Einige Melodien aus der Serienvorlage sind gut zu erkennen und so begleiten die euch auf eurer Reise durch die Abschnitte. Was taugt The Flintstones King Rock Treasure also heute noch? Das Spiel ist ein solider Plattformer. Er macht jetzt nichts großartig Besonderes im Vergleich zu seinen zahlreichen Konkurrenten, abgesehen von den betäubenden Gegnern. Aber immerhin ist das Gebotene solide umgesetzt. Ihr könnt bei dem Spiel also nicht großartig etwas falsch machen, aber es gibt definitiv bessere Titel. Das war der Gameboy-Test zu The Flintstones King Rock Treasure. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen. Tschüss.